Der Hautausschlag bei Gürtelrose kann sehr schmerzhaft sein. Es gibt aber Medikamente dagegen. Man sollte die Gürtelrose auch behandeln, denn je früher man mit einer Behandlung beginnt, desto besser stehen die Chancen, dass hinterher keine Komplikationen entstehen. Bei allen Infektionskrankheiten, also auch bei der Gürtelrose, ist es wichtig, sich zu schonen. Denn der Körper braucht Kraft, um die Viren zu bekämpfen. Medikamente können ihm dabei helfen. Sie töten die Viren zwar nicht ab, aber sie vermehren sich dann langsamer. Das erreicht man zum Beispiel mit dem Wirkstoff Aciclovir. Im Idealfall startet eine solche Therapie 2 bis 3 Tage, nachdem die ersten Symptome aufgetreten sind. Diese sogenannte antivirale Therapie ist besonders bei älteren Menschen sinnvoll, weil die ein schwächeres Immunsystem haben. Aber auch bei Gürtelrose im Gesicht oder bei einem besonders schweren Krankheitsverlauf sollte man Medikamente nehmen. Und man kann noch mehr tun. Gegen den Hautausschlag helfen zum Beispiel Salben, die die Bläschen austrocknen oder die Krusten lösen. Sie beschleunigen den Heilungsprozess. Einfache Schmerzmittel, wie man sie auch in der Hausapotheke hat, etwa Ibuprofen oder Diclofenac, reichen bei einer Gürtelrose oft nicht. Dann kann man auf schwache Opioide ausweichen, wie zum Beispiel Tramadol. Bei sehr starken Schmerzen helfen manchmal auch sogenannte Co-Analgetika. Das sind Medikamente, die man eigentlich gegen Depressionen oder gegen Epilepsie einnimmt, die interessanterweise aber auch gut gegen Nervenschmerzen wirken. Mit kortisonhaltigen Cremes müssen Sie bei Gürtelrose vorsichtig sein, denn Kortison wirkt zwar entzündungshemmend, es unterdrückt aber auch die körpereigene Immunantwort. Und zu viel Kortison kann deshalb das Immunsystem bei der Bekämpfung der Viren behindern. Als begleitende Therapie ist Kortison durchaus manchmal sinnvoll. Man darf die Gürtelrose aber auf keinen Fall nur damit behandeln. Manche Patienten haben noch Schmerzen, wenn der Hautausschlag schon seit Wochen verschwunden ist. Der Grund dafür ist, dass die Viren Nervengewebe zerstört haben. Diese sogenannte postzosterische Neuralgie kriegt man dann oft nur mit sehr starken Schmerzmitteln in den Griff. Deshalb ist es besonders wichtig, frühzeitig Medikamente gegen die Viren einzunehmen. Dann muss es gar nicht so weit kommen.